Hallo, willkommen bei Money, Finanzkarriere. Eigentlich wollte ich vor Ostern nichts mehr im Depot machen. Tja, wie das halt so ist, ne? Dann liegt man abends auf der Couch, durchforstet ein paar Aktienwerte und plötzlich findet man ein Unternehmen, ja, das man nicht schlecht findet. Also gräbt man weiter und je tiefer man eintaucht, desto mehr jücken einen die Finger. Und ja, so tat ich es doch, ne? Ich drückte auf den Kaufbutton. Tja, und so habe ich dann doch nochmal vor Ostern zugeschlagen. Welche Aktie ich mir angeschaut habe und warum ich hier eingestiegen bin, erfahrt ihr im heutigen Video. Das neue Unternehmen, das ich mir ins Depot geholt habe, ist die Aktie von Wacker Neuson. Nicht gleich abwinken. Die Aktie ist besser, als man denkt. Ja, es ist ein schöner Dividendenwert, der seit dem Novemberhoch gut 39% gefallen ist, fundamental günstig bewertet ist und der auch so einiges an Kurspotenzial in sich birgt. Was ich damit meine, werdet ihr jetzt gleich erfahren. Außerdem ja, brauche ich sowieso noch einen Wert für die Branche Spezialmaschinenbau. Ja, und so passt das hier wie eine Faust aufs Auge. Da ich noch keine Analyse von dem Unternehmen gemacht habe, möchte ich das zeitgleich mit dem Video jetzt nachholen. Ja, dann dürfte auch klar werden, warum ich hier einsteige. Was machen die Jungs und Mädels von Wacker Neuson überhaupt? Die 1848 als Schmiede gegründete Wacker Neuson SE ist ein weltweit tätiger Konzern der Baumaschinen- und Baugeräteindustrie. Das Geschäft des Wacker-Konzerns reicht von der Entwicklung, der Produktion, dem Vertrieb, der Vermietung sowie der Reparatur und Wartung von qualitativ hochwertigen Baugeräten bis zur Entwicklung und Produktion von Baumaschinen der Kompaktklasse. Das Angebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen und der Recyclingbranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Zur Unternehmensgruppe gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Wir haben hier eine Marktkapitalisierung von 1,32 Milliarden Euro. Übrigens halten gut 32% der Aktien die Familie Wacker und 26% werden von der Neuson Forest GmbH gehalten. Also wir haben hier feste Hände, was ich grundsätzlich nicht schlecht finde. Das KUV liegt bei 0,95, also ein sehr guter Wert. Die Eigenkapitalquote sieht auch sehr gut aus. Die liegt nämlich bei 54,7%, ebenfalls ein sehr guter Wert. Der Verschuldungsgrad ist auch nicht schlecht. Der liegt nämlich bei 3,83. Ja, da kann man nicht meckern. Wir haben bei der Schuldenseite über Jahre gesehen eine leicht steigende Tendenz, aber auch seit drei Jahren ein eher gleichbleibendes Niveau bei gut 1 bis 1,1 Milliarden Euro. Hinzu kommen dann noch gut 305 Millionen Euro liquide Mittel. Also die Schuldenseite sieht insgesamt gut aus. Kommen wir dann mal zum Chart. Ich habe mal beim langen Chart den 10-Jahres-Chart mitgebracht. Hier sehen wir auch, dass die Aktie unter großen Schwankungen eher seitlich läuft. Als Langfristanleger natürlich, wenn man zum falschen Zeitpunkt eingestiegen ist, nicht schön. Ja, vergessen sollte man natürlich nicht die üppige Dividende, auf der ich gleich auch noch zu sprechen komme. Gut sind solche Unternehmen für Leute wie mich. Bei solchen Unternehmen muss man die Aktie aufsammeln, wenn sie runterkommt und dann bei Schwäche seine Position schön weiter aufbauen, um dann in der positiven Wellenbewegung mit einer schönen Stückzahl dabei zu sein. Ja, die Aktie läuft seitlich, aber die Schwankungen sind schon sehr groß bei dem Unternehmen. Wenn man sie ordentlich erwischt und einsammelt, sind hier durchaus auch mal 100 oder 200% Kurspotenzial möglich. Und in der Zwischenzeit kann man die wunderbare Dividende jedes Jahr einstreichen. Ich schalte dann mal auf Jahressicht um, beziehungsweise auf den Jahreschart. Hier sehen wir, dass die Aktie seit dem Novemberhoch sich in einem mittelfristigen Abwärtstrend befindet. Was wir auch sehen, ist das aktuelle Zurücklaufen auf das Märztief bei 18,47 Euro. Ein Unterstützungsbereich, der eigentlich Halt bieten könnte. Sollte dieser Bereich nicht halten, dann kommt ein schöner Unterstützungsbereich zwischen 15,76 Euro und 17,88 Euro. Den zeige ich jetzt hier nochmal. Das wäre dieser Bereich hier. Also hier könnte die Aktie, falls jetzt im Endeffekt der Unterstützungsbereich, den wir jetzt auf Jahressicht hier anlaufen, sollte der nicht halten, könnte es natürlich noch in diesem Bereich runtergehen. Aber auch hier wäre dann ein Bereich, wo eine gute Unterstützungszone wäre und wo die Aktie dann anschließend stoppen könnte. Also insgesamt ein guter Bereich, um die Position dann in diesem Bereich dann auch weiter aufzubauen. Das war nämlich das Kursniveau vom seitlichen Verlauf im Zeitraum August 2020 bis März 2021. Warum ich nicht glaube, dass wir viel tiefer laufen werden, kann man eventuell gut an den Zahlen sehen. Ja, und die besprechen wir dann jetzt mal. Also, wir haben jetzt hier bei dem Unternehmen ein KGV von 9,53, was schon mal jetzt nicht unbedingt hoch ist.
Wenn wir uns die Finanzzahlen anschauen, dann sehen wir eigentlich auch, dass das Geschäft eigentlich sehr schön stabil ist. Wir haben natürlich Jahre, in denen der Umsatz auch mal ein bisschen schwächelt. Das wäre jetzt im Jahr 2016 gewesen, wo der Umsatz mal um gut 1% zurückging und dann natürlich im Krisenjahr 2020, wo der Umsatz um 15% absackte. Im Jahr 2021 konnte das aber wieder aufgeholt werden und seitdem ist die Umsatzseite eigentlich auch wieder in der Spur. Und wenn man sich den langen Horizont anschaut, dann sieht man auch, dass grundsätzlich der Umsatz peu à peu über die Jahre auch gesteigert wird. Wenn wir bedenken, dass wir vor 10 Jahren noch so bei knapp 1 Milliarde Umsatz lagen und jetzt mittlerweile schon bei 1,8, sieht das Bild insgesamt nicht schlecht aus. Die Schätzungen, die sehen auch nicht schlecht aus, denn es wird vermutet, dass der Trend des steigenden Umsatzes auch in der Zukunft weiter fortgeschritten werden kann. Wir hatten jetzt einen Umsatz 2021 von 1,866 Milliarden Euro und die Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Jahr 2022 jetzt auf 1,985 Milliarden Euro gesteigert werden kann. 2023 soll der Umsatz damit schon bei 2,12 Milliarden liegen und 2024 dann bei 2,23 Milliarden. Also auch in den nächsten Jahren sollte das Unternehmen, zumindest in den Analystenaugen, eine schöne Steigerung erfahren. Dann schauen wir uns mal eben kurz die EBITDA-Seite an. Auch hier sehen wir, dass wir natürlich unter Schwankungen aber grundlegend hier eine steigende Gewinnseite haben. Der EBITDA-Gewinn, der kann eigentlich über längere Zeithorizonte gesehen gut zulegen. Vor 10 Jahren lagen wir noch bei gut 140, 150 Millionen EBITDA-Gewinn und mittlerweile sind wir schon, bei guten 200, 300 Millionen angekommen. Die Schätzungen gehen auch davon aus, dass dieser Bereich jetzt weiter anziehen kann. In diesem Jahr wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Da soll der EBITDA-Gewinn bei gut 286 Millionen Euro liegen, aber dann im Folgejahr 2023 auf 326 steigen, dann auf 358 und so weiter. Also die Gewinnseite soll auch in der Zukunft weiter zulegen. Warum es halt jetzt momentan ein bisschen schwächelt, erkläre ich dann gleich. Dementsprechend wird sich natürlich auch das KGV auch dementsprechend auch anpassen bei steigenden Gewinnen. Und dementsprechend wird das erwartete KGV 2024 wohl so bei 7,79 liegen. Was hier noch auffällig ist, ist natürlich die Marge, die konstant über 10% gehalten werden kann, selbst in Krisenzeiten wie 2016 und 2020, wo wir ja gerade beim Umsatz auch gesehen haben, dass da ja auch dann die Umsatzrückgänge mal waren. Die Marge ist aber immer noch über 10% und im Schnitt kann sie eigentlich auch stabil irgendwo so in der Größenordnung 13, 14, 15 mal selbst wie im Jahr 2021 bei 16% gehalten werden. Also eigentlich ein recht stabiles Bild. Dann schauen wir uns auch noch mal eben kurz die EBIT-Gewinne an. Auch hier sehen wir grundlegend über die Jahre, dass wir Schwankungen unterliegen. Mal haben wir einen Gewinnrückgang, dann aber auch mal wieder eine ordentliche Steigerung, wie 2017 mit 49%. Also wir kehren immer bei einer Schwächephase anschließend auch wieder in die alte Spur zurück und können über lange Horizonte oder lange Zeithorizonte dann auch trotzdem noch eine Gewinnsteigerung erkennen bei dem Unternehmen. Wie gesagt, insgesamt war das Bild jetzt nicht schlecht gewesen und dementsprechend fand ich das so gut, dass ich mich hierfür begeistern konnte. Wofür ich mich auch begeistern konnte, war die Dividendenseite. Grundlegend haben wir bei dem Unternehmen eine schöne, hohe Dividende. Einzig 2009 und 2019 wurde diese mal ausgesetzt. Da waren halt nicht ganz so einfache Jahre. Ansonsten gibt es je nach Geschäftsverlauf eine nette Dividendenausschüttung, die auch sehr hoch angepeilt ist. Diese soll jetzt von übrigens 60 Cent auf 90 Cent in diesem Jahr angehoben werden. Das wäre eine Dividendenrendite von satten 4,76%. Also das ist schon mal sehr ordentlich. Übrigens, die Dividende wird für 2021 wohl am 6. Juni ausgezahlt. Dementsprechend, wer diese Dividende einsacken möchte, der hat jetzt noch Zeit. So, und die Schätzungen, die gehen auch davon aus, dass die Dividende auch in den nächsten Jahren weiter steigt. Also jetzt schon mal der üppige Schlag auf 90 Cent. Dann im Jahr 2022, also dann halt nächstes Jahr, wenn die ausgeschüttet wird, soll sie nach den Schätzungen leicht zurückgehen.
auf 85 Cent und danach in den Folgejahren auf 92 und 94 Cent ansteigen. Und dann hätten wir im Jahr 2024 eine nette Dividendenrendite von 4,95%, was jetzt nicht wenig ist. So, dann kommen wir zu den Analysten. Ja, was hier sehr auffällig ist, ist erstmal insgesamt ja, das positive Bild. 83% der Analysten sagen kaufen, ja, 17% sagen halt verkaufen, das wäre halt einer. Insgesamt beobachten nur, ich sag mal, 6 Analysten das Unternehmen, was ja relativ eigentlich wenig ist. Na, bei Großkonzernen haben wir natürlich auch mal, dass 20 oder 30 Analysten sich das Unternehmen anschauen. Wacker Neuson ist jetzt kein großer Konzern, aber immerhin schauen jetzt da 6 Leute drauf. Und so wie ich das gesehen hatte, sagt einer verkaufen und 5 sagen kaufen. Was auf jeden Fall auffällig ist, sind die Kursziele. Die liegen nämlich bei allen Analysten zwischen 21 und 35 Euro. Sprich, auch der gute Mann oder Frau, der verkaufen sagt, hat ein höheres Kursziel rausgegeben, wie wir aktuell haben. Ja, kann natürlich auch sein, dass die Analyse, die damals rauskam mit dem Verkauf, auch ein bisschen älter ist, wo die Kurse noch höher waren. Auf jeden Fall haben wir hier ordentliches Kurspotenzial. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 29,71 Euro. Und wenn man sich den heutigen Kurs anschaut, von gut 18,70 Euro, 80, dann hätten wir hier ein Aufwärtspotenzial von ordentlichen 57%. Ich habe jetzt auch mal die letzten Analystenmeinungen mir rausgesucht, damit ihr auch seht, wie die aktuelle Stimmung ist. Die Analysten, die sich zu Wort gemeldet haben, kamen alle so zwischen den 29.03. und 7.04. raus. Und dementsprechend sind das natürlich topaktuelle Einschätzungen. Auf jeden Fall sagt Berenberg Bank als Kursziel voraus 29 Euro. Warburg Research sagt 31 Euro. Hauck und Aufhäuser sagen 33 Euro. Und Jefferies & Company sagt 31 Euro. Also alle 4 Analysten, die sich das Unternehmen jetzt angeschaut haben, sehen momentan ein Aufwärtspotenzial von 52-73%. Und das ist natürlich schon sehr, sehr ordentlich. Und wenn wir uns natürlich den Kurs auch ansehen, ist das durchaus realistisch, weil wir kommen ja hier von gut 30 Euro Ende letzten Jahres runter. Und dementsprechend ist es für mich, auch wenn ich die Zahlen sehe, keine Fantasievorstellung, die nicht erreicht werden kann, sondern wenn es wirklich so eintrifft, wie die Schätzungen es vermuten beim Umsatz und Gewinn, dann sind diese Kurse durchaus möglich. Also wir haben hier ein richtig schönes, hohes Aufwärtspotenzial bei dem Unternehmen. So, ich würde sagen, das reicht dann hier soweit. Kommen wir dann jetzt zu der Punkteverteilung. Ich habe jetzt soweit alles eingetragen. Bei der Aktienanzahl war eigentlich nichts auffällig. Diese dümpelt seit Jahren auf dem gleichen Stand herum. Also keine Aktien, die neu rausgegeben werden oder eingezogen werden. Also schöne, gleiche, stabile Aktienanzahl, die wir hier haben. Ja, und bei den Insider Trades gab es in den letzten 2 Jahren keine Käufe und keine Verkäufe. Zumindest kann ich nichts finden. Die letzte Aktion, die ich entdecken konnte, war ein Kauf eines Vorstands aus dem Jahr 2019 gewesen, über gut 54.800 Euro. Also es gibt Aktivitäten, aber in der letzten Zeit halt nicht. So, dann kommen wir noch schnell zu der News-Seite. Als erstes mal die Zahlen vom 29.03.2022. Ja, da kann man ja auch sehen, wie die aktuellen Geschäfte laufen. Der Umsatz wurde auf 476,5 Millionen Euro beziffert im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 428 Millionen Euro umgesetzt worden waren. Also, wir hatten jetzt hier eine schöne Steigerung gehabt. Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,83 Euro. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,20 Euro je Aktie vermeldet. Also, es läuft wieder. Auf der Umsatzseite hat Wacker Neuson SE im vergangenen Geschäftsjahr 1,87 Milliarden Euro verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,48% gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wacker Neuson 1,62 Milliarden Euro umsetzen können. Also die Zahlen waren gut gewesen. Tja, und dann kam noch die Meldung, dass die Dividende jetzt von 60 auf 90 Cent angehoben wird. Habe ich ja gerade schon berichtet. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 45,2%. Die künftigen Dividendenpolitik sieht zudem eine Ausschüttungsquote von 40-60% vor, womit Aktionäre auch in der Zukunft gute Dividenden erhalten können oder auch werden. Ja, man sieht ja auch, da ist sogar noch ein bisschen Platz drin, dass man da eventuell sogar noch mehr bekommen kann, als die Schätzungen hier momentan vermuten.
Auch die Russland-Krise ist nicht wirklich schlimm für das Unternehmen. Laut Informationen aus dem Geschäftsbericht scheint das direkte Russland-Ukraine-Exposure doch eher begrenzt zu sein. Per Stand 31. Dezember 2021 bestanden bei der russischen Vertriebsgesellschaft lediglich Vorratsvermögen in Höhe von 5,2 Millionen Euro sowie Forderungen in Höhe von 2,4 Millionen Euro. Also für so ein Unternehmen nix. Die Analysten von Warburg erwarten außerdem, dass Wacker Neuson die inflationären Trends auf der Kostenseite mit der eigenen Preissetzungsmacht kontern kann. Dann hatten wir noch eine weitere News vor ein paar Tagen. Wacker Neuson stärkt Betontechnikgeschäft durch Übernahme der ENA Group. ENA ist ein Hersteller leichter Baugeräte und Spezialist für Betonverdichtung. ENA gehört zu den führenden Unternehmen seiner Branche und hat ja insbesondere in Europa und Lateinamerika eine starke Marktpräsenz. Die Transaktion zielt darauf ab, die Marktposition der Wacker Neuson Group insbesondere im Bereich der Betontechnik weiter zu stärken und international auszubauen. Der Kaufpreis wird voraussichtlich mit Barmitteln und den eigenen Aktien beglichen. Also wir haben hier auch ein weiteres Erweitern des Geschäftes durch Zukäufe und diese werden dann auch in Größenordnung getätigt, die das Unternehmen so stemmen kann, ohne, noch großartig in die Verschuldung weiter reinzugehen. Also das gefällt mir alles. So, dann kommen wir zu meiner bescheidenen Meinung. Ich gibt ja auch Gründe oder auch meine Meinung, weswegen ich jetzt hier zugeschlagen habe. Also was ich insgesamt gesehen habe, hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Die Schulden sind im Griff, das Geschäft entwickelt sich gut über die Jahre. Und hier konnte dann auch der Umsatz und Gewinn eigentlich immer gut gesteigert werden. Nicht überdimensional, aber in einer schönen, kontinuierlichen Art und Weise. Und die Schätzungen für die nächsten Jahre sehen jetzt auch nicht schlecht aus. Und daneben gibt es natürlich auch noch eine dicke, fette Dividende. Drohende Verluste durch Russland sind überschaubar und die gestiegenen Kosten können wohl zum Teil oder zum größten Teil weitergegeben werden. Natürlich schränken die aktuellen Probleme durch Corona, Lieferkettenprobleme, Inflation und so weiter das Unternehmen jetzt etwas ein. Aber dadurch kommt das Geschäft jetzt nicht zum Erliegen. Die letzten Zahlen waren gut und sollten die aktuellen temporären Probleme mal wegfallen, dann wird Wacker Neuson wieder Fahrt aufnehmen. Bis jetzt hat der Konzern oder der Kurs schon gut 39% seit dem November hoch abgegeben. Und somit ist schon vieles hier auch eingepreist. Das Unternehmen ist fundamental fair bewertet, wenn nicht sogar günstig. Und wenn nach aktuellem Stand die Lage wieder normaler wird, dann werden sie wieder gut in Schwung kommen. Die Handbremse ist momentan angezogen wegen externer Einflüsse, nicht weil die Nachfrage einbricht oder sie keine gute Marktstellung haben. Also ich sehe das wie die Analysten, die weitaus höhere Kurse sehen. Kommt Wacker Neuson wieder in normalen Zeiten an, dann wird die Aktie Schwung aufnehmen und dann sehen wir auch die Kurse, die momentan von den Analysten als Kursziel herausgegeben werden. Und die liegen weit über 50% über dem aktuellen Kurs. Treten die Schätzungen wirklich ein? Und das kann ich mir bei dem Unternehmen sehr gut vorstellen. Dann hätten wir 2024 gerade mal ein KGV von 7,8 und eine Dividendenrendite von gut 5%. Und das alles bei einem Unternehmen, was beim Umsatz und Gewinn wächst. Also die schrumpfen ja nicht, sondern die wachsen. Das sind jetzt 50% Kurspotenzial, die da locker drin sind. Und das sind dann noch nicht einmal die Kurse, die wir im November 2021 gesehen haben. Tja, und bis man diese Kurse mal wieder sieht, kann man sich die erstklassige Dividende dann einsacken. Was will man mehr? Also die Firma fand ich insgesamt so gut, dass ich 8 Punkte vergeben habe. So, dann wollen wir uns mal fix noch das Ergebnis auf der Auswertungsseite anschauen. Ja, das Ergebnis ist gut, ohne Zweifel. Also mein Tool sagt mir, ich hätte einen Anfangsinvestbetrag von 716 Euro, sprich 71,6% und der maximale Investbetrag liegt bei 2295 Euro, sprich 76,5%. Und wenn man sich jetzt ansieht, wo die Punkte verloren gegangen sind, waren es natürlich auch viel bei den Charts gewesen. Und das ist natürlich bei einem Unternehmen, was gerade, so eine Downphase hat von gut 39%, natürlich klar, dass man da auch Punkte liegen lässt. Ja, und wäre das Chartbild besser, dann hätte das Unternehmen weitaus noch höher abgeschlossen und es wäre locker auch in den 80er-Bereich gekommen. Also mit dem Ergebnis bin ich aufgrund dessen, was ich halt gesehen habe, eigentlich auch sehr zufrieden. Also jetzt wisst ihr, warum ich hier zugeschlagen habe. Die Aktie ist relativ günstig bewertet, sehr ordentlich zurückgelaufen. Die Aussichten sehen jetzt nicht schlecht aus. Die Analysten sehen sehr viel Potenzial und sind auch sehr positiv gestimmt.
Und ja, das kann ich mir durchaus bei dem Unternehmen auch vorstellen, nachdem ich die ganzen Zahlen gesehen habe. Und nicht vergessen sollte man natürlich auch die dicke, fette Dividende, die man hier jedes Jahr kassieren kann. Ich nutze jetzt die Schwächephase aus, um einen ersten Einstieg zu bekommen. Eine weitere Schwäche wird dann zur Positionsvergrößerung genutzt. Und wenn die Aktie wieder in Fahrt kommt, und daran zweifle ich nicht auf Sicht von 1 bis 3 Jahre, dann ist hier durchaus mehr Kurspotenzial drin, wie bei vielen anderen Aktien. So, genug über Wackerneusen gesammelt. Es folgt dann jetzt noch das Ranking am Anschluss. Das habe ich ja gestern beim Video schon weggelassen und daher zeige ich das heute. Mal sehen, auf welchen Platz die Aktie es geschafft hat. Ich verabschiede mich schon einmal und hoffe natürlich, dass die Analyse bzw. der Blick auf die Aktie euch gefallen und auch ein wenig geholfen hat. Falls ja, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben könntet. Das würde mir helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, kann ja mal bei den anziehenden Temperaturen verschwitzt werden, dann macht auch das, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Bis zum nächsten Video, euer Markus. Dann schauen wir uns doch eben das Ranking an. Mal sehen, wo das heute analysierte Unternehmen sich platzieren konnte. Nur zur Info, das Ranking wird durch die Prozentzahl des maximalen Investbetrages bestimmt. Das wäre die graue Spalte rechts. Das mache ich dabei maximalen Anfangsbetrag, zu viele kurzfristige Einflussfaktoren mit einfließen, wie der Fear and Greed Index, die in ein paar Monaten keine Bedeutung mehr haben. Alle Analysen zu den Firmen findet ihr natürlich auf der Kanal-Hauptseite unter Playlist oder unter diesem Video in der Beschreibung. So, wo ist denn Wackerneusen jetzt gelandet? Ja, da müssen wir gar nicht so weit scrollen, weil das doch sehr solide Ergebnis hat die Aktie auf Platz 52 geschleudert. Und ja, das zeigt ja auch schon, dass das Unternehmen ja kein Gurkenverein ist, so wie der Kurs das momentan aussagt, sondern das ist ein gutes Unternehmen. Ein gutes Unternehmen, was momentan wieder ja, abgestraft wird. Der Kurs, der geht momentan runter, was man in den letzten Jahren ja auch immer wieder gesehen hatte, ne? Diese großen Wellenbewegungen. Jetzt sind wir schon ein ordentliches Stück runtergelaufen und dementsprechend sehe ich jetzt zu, dass ich jetzt in dieser Down-Phase mir meinen Bestand aufbaue und bei dem, was ich gesehen hatte, zweifle ich nicht daran, dass wir dann über die Jahre auch wieder ja, zur Oberseite dieser Wellenbewegung bzw. des seitlichen Trendkanals wieder anlaufen. Ja, und dann will ich natürlich mit einer ordentlichen Stückzahl dabei sein und auch von den anziehenden Kursen profitieren. Ja, und die Wartezeit, die wird mir ja dann durch ein ja, doch üppiges Schmerzensgeld durch die Dividende dann doch versüßt. Und dementsprechend kann ich hier auch ein bisschen abwarten. Ja, man muss halt auch mal warten können, wenn man größere Kurse oder Kursgewinne sich einsacken möchte. So, dann scrolle ich mal einmal runter. Dann huschen wir auch noch einmal kurz an GN Store Nord vorbei. Das war ja die Aktie, die ich gestern gekauft habe. Die ist hier auf Platz 71 gelandet. Ja, und dann scrolle ich noch runter, bis wir ganz unten angekommen sind, damit alle neuen Zuschauer und alle, die die Liste einmal komplett sehen möchten, das jetzt auch mal machen können. Zack, da sind wir angekommen. Und dann gehe ich wieder hoch. Falls ich zu schnell bin, einfach das Video pausieren. Dann könnt ihr euch die Liste in Ruhe angucken. Und dann würde ich sagen, wenn ich oben angekommen bin, reicht das auch für heute. Hat euch das Video gefallen? Dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!